Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute in Bremen, Bottle Market 2018, gemeinsam mit Klaus Pinkernell. Und heute reden wir über Jack Wiebers. Super, du bist Importeur dafür, für Österreich, obwohl du in Berlin sitzt. Wie geht das? Na, ist ganz einfach. Ich habe zwei Läden und der andere Laden ist in Salzburg, in Österreich. Berlin and Salzburg. Ja. Und für einige Marken bin ich der offizielle österreichische Importeur, so zum Beispiel auch für Jack. Super, Jack Wieber kenne ich ehrlich gesagt ganz wenig oder gar nicht. Erzähl mal ein bisschen davon. Wer steckt dahinter und wofür sind Sie bekannt? Ja, Jack Wiebers ist für seine hervorragende Whisky-Auswahl bekannt. Er ist seit vielen Jahren im Geschäft und er sitzt in Berlin, Kreuzberg, somit mehr oder weniger bei mir um die Ecke. Oh, okay. Das heißt, wenn es sein muss, kann ich auch eben schnell rüberlaufen, weil ich habe meinen Laden ja in Friedrichshain. Ja. Und Berlin, Kreuzberg, Friedrichshain ist ja ein Stadtbezirk. Genau. Ja, seit einem Jahr habe ich jetzt die Sachen von ihm auch grundsätzlich bei mir im Sortiment in Berlin. Und da kam die Idee, Mensch, du bist doch auch in Österreich, möchtest du nicht für mich den Import für Österreich übernehmen? Da habe ich gesagt, naja, wenn ich was gerne möchte, dann das, weil das sind so gigantisch witzige, aber eben auch leckere Abfüllungen, mit sehr viel Liebe ausgesucht und auch mit sehr viel Liebe zum Detail bei den Flaschen, weil die Etiketten sind teilweise ein bisschen verrückt, aber das macht sie sehr liebenswert. Machst du vielleicht drei oder vier Exemplare einfach als Beispiele hier raussuchen? Ja, also eins habe ich schon mal vorbereitet, genau. Das ist eine Abfüllung aus der Old Train Line. Ja. Da nimmt er halt alte Züge und widmet diesen Zügen dann jeweils einen Whisky. Okay. Das sind immer Einzelfassabfüllungen in Fassstärke und naja, in aller Regel ruckzuck vergriffen, aber ist halt ein renommierter Abfüller und Einzelfass, das hält eigentlich nicht lange. Super. Da habe ich das große Glück, ein paar Flaschen von bekommen zu haben. Oh, sieht eher wie eine Briefmarke bzw. fast wie eine Aktie aus. Ja, ein bisschen so dieses Ringsherum ganz auf alt gemacht. Schön. Ja, also er hat sehr viel Liebe zum Detail. Also er hat viele verschiedene Serien, wo es fast egal wäre, was für ein Whisky drin ist, das man einfach haben muss, weil das einfach geil aussieht. Ja, genau, aber glücklicherweise ist es nicht nur das, sondern es ist auch lecker. Ja, super. Hast du noch etwas, was ein bisschen gänzlich anders ist? Ja, englische Begriffe Flüsterkneipe, Speakeasy. Ja. Mhm. Das ist eine Reihe, die speziell für nur 6 Läden insgesamt aufgelegt wird. 4 in Berlin, einer in Potsdam und einer in Salzburg. Okay, ja. Damit habe ich die auch. Und das sind auch Einzelfassabfüllungen, aber nicht in Fassstärke, sondern reduziert auf Trinkstärke 46%. Und alle möglichen Brennereien theoretisch. Und witzig natürlich, weil es ist ja nicht nur lecker, sondern auch immer witzig. Hier kann man wie bei einer Flüsterkneipe durchs Schlüsselloch gucken. Ja, kann man jetzt sehr genau sehen. Und wenn man dann durch dieses Schlüsselloch schaut, sieht man hinten in dem Zimmer Leute beim Whisky trinken. Witzig, das stimmt. Das ist richtig toll gemacht. Und zum Schluss noch eine letzte Sache, bitte. Ja, wir trinken ja alle unheimlich gerne Eiler-Whiskys, weil wir Torf alle sehr mögen. Naja, ob ich das mache, weiß ich nicht. Aber viele mögen das, jawohl. Ja, viele mögen es. Und da hat er eine Standardserie, die er in 3 verschiedenen Stärken anbietet, die hat er kontinuierlich da. Classic of Eiler. Er darf nicht sagen, welche Brennerei es ist, sonst kriegt er keine Fässer mehr. Ein großer Konzern hat ihm wohl darum gebeten, den Namen nicht zu erwähnen. Wer auch immer das sein mag. Ja. Den gibt es klassisch in Fassstärke, immer Einzelfassfassstärke zum genialen Preis, den ich jetzt hier nicht nenne, aber er ist genial. Okay. Und es gibt verschiedene, auch noch 2 weitere Versionen, nämlich 43 und 46%. Das heißt als Schorle, wie ich es gerne nenne, sprich mit Wasser versetzt, um eben den Preis ein bisschen runterzukriegen und um es für den Einsteiger auch ein bisschen leichter zu machen. Weil wenn man schon mal einen torfigen Whisky trinkt und der auch noch direkt Fassstärke hat, das kann dann vereinzelt schon verschrecken. Und der hat 43% und schönes, leckeres Teil. So, Whisky Jason hier. Die Frage ist zum Schluss, wo findet man dich und wo kann man diese Dinge bestellen? Nur in Salzburg? Nein, auch in Salzburg, aber eben auch in Berlin. Mhm. Wenn man nicht zu Jack selber rübergeht, der ist ja nicht so weit weg. Aber wir sind in Friedrichshain, Boxhagener Straße 36, Pinkernells Whisky Market. Super. Und gibt es auch einen Online-Shop? Der ist tatsächlich in Arbeit. Wir kämpfen noch mit den technischen Details. Aber wir haben auf unserer Internetseite pinkernels.de bzw. AT die Preisliste und dann muss man uns ganz altmodisch eine E-Mail schicken. Oh, okay, das schaffen wir. Sehr gut. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners gemeinsam mit Klaus Pinkernell. Vielen Dank, Klaus. Gerne. Danke dir.
Ciao.